und damit würde ich mal sagen, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre in einer Viertelstunde nach Coburg und ich habe jetzt, wie gesagt, eine Viertelstunde Aufenthalt. Ich habe gerade gesehen, hier links im Bild steht eine 145 mit einem Güterzug aufgerüstet. Ich fährt demnächst los. Jetzt fährt der ICE 1 mit Lüftern. Die Lüfter hat man hoffentlich gehört. Und da hinten steht eine Baureihe 294 mit einem Wagen. Die rangiert wahrscheinlich ein bisschen. Ich werde euch jetzt 15 Minuten hier in Bamberg ein Video zeigen bzw. präsentieren. Und danach geht's für mich über Lichtenfels nach Coburg. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, da hinten auf dem Abstellgleis steht eine Baureihe 152 von Hectorail, beziehungsweise von Hectorail ist die Bezeichnung 162. Und rechts, sieht man nicht, steht ein VD650 von Agilis abgestellt. So, hier fährt nochmal auf Gleis 2 ein Agilis aus. Und ich muss sagen, es ist jetzt das erste Mal, dass ich in Bamberg einen Agilis auf Gleis 2 sehe. Sieht man sehr selten. Und ich gehe mal davon aus, dass der jetzt in die Abstellung fährt. So, es ist die Abfahrt von der Trax 1 oder Trax 2. Schöner Sound. Hinten dran, wie gesagt, ein Containerzug. Mit teilweise leeren Wagen, teilweise beladenen Containern. Beziehungsweise Wagen. Hinten dran wirklich ein sehr, sehr langer Wagen. Beziehungsweise ein sehr, sehr langer Güterzug. Und aus Richtung Nürnberg kommt noch eine S-Bahn eingefahren, Baureihe 1440 in einer Doppeltraktion. Die Wagen sind teilweise von MFD Rail, wie man hier sehen kann. Und von DB Cargo. Jetzt sieht man da hinten noch die Baureihe 294 mit einem Wagen. Sehr schön, gefällt mir. Das war's jetzt mit dem Video. Ich fahre jetzt nach Lichtenfels und steppe dort in Coburg um. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.